Wenn du schnell dazu neigst, Menschen aufgrund ihrer Fehler zu verurteilen, dann denk bitte an die ganz bestimmte Lehre aus dem Leben des Propheten Mohammed, Friede und Segen sei mit ihm. Erinnerst du dich an die tragische Szene in der Schlacht von Uhud? Die Bogenschützen verließen ihre Posten auf dem Hügel, obwohl der Gesandte Gottes es nicht erlaubt hatte. In dieser Schlacht verletzte sich sogar der Prophet und viele aufrichtige Gefährten wie Hamza oder Musab ibn Umair fielen als Märtyrer. Hast du dich schon mal gefragt, wer diese Bogenschützen waren? Wenn du Antworten auf diese Fragen suchst, wirst du wahrscheinlich nichts finden. Und genau das zeigt, dass die Fehler einiger Gefährten damals nicht öffentlich diskutiert wurden. Somit wurden Anschuldigungen gegenüber den Gefährten vermieden. Wir werden niemals erfahren, welche Sahaba zu den Bogenschützen gehörten. Und diese Tatsache zeigt das Ausmaß des Respekts, den die Sahaba füreinander hatten. Sie wollten in keiner Weise, dass jemand in den Augen anderer erniedrigt wird. Wenn du also das nächste Mal erlebst, wie jemand aufgrund eines Fehlers verurteilt wird, denke an den Bogenschütz von Uhud und versuche, die Fehler und Schwächen dieser Person zu verzeihen.